Hä? Bist du Rüpers? Ja. Kacke. Da ist Jens gerade rausgelaufen. Der läuft zum LKW. Moinsen, Montag, 20. Oktober. Und er fährt jetzt das erste Mal über den Weg. Was er nicht weiß, machen wir dann. Nee. Farbe ist gut. Oh, jetzt aber schnell. Gleich fährt er los. Das probieren wir jetzt aus. Na, den können wir noch eben. Ich habe 2 Bithalter gedruckt. Weil die Bits hier überall rumfliegen. Jo, morgen, erste Tour Witzendorf heute für diese Woche. Und wir fahren über die neue Zufahrt. Dann wollen wir mal gucken, wie das funktioniert, ne? Weil wir da auch nicht durchkommen. Bin gespannt. Gucken wir uns das ganze Spiel mal an. Was ist das denn hier? Ja, genau. Gibt's doch nicht. Da wird man auch herzlich empfangen hier. Ist da ein Reifen geplatzt, aber? Ja, mal Reifen geplatzt. Mal schnell nachgucken hier. Herrschaftszeiten. Aber wo ist das alles hin? Ich habe gar nichts gesehen. Ja, alles da oben irgendwo. Deswegen, mal nämlich 2. Deswegen ist der Himmel blau. Jetzt. Oh, rast nicht so. Ja, tschüss. Verdammte Seuche. Oh, gucken wir mal. Aber das geht doch. Dann zeigt. Aber es ist genug Platz. Schön. Wusste hätte, dass er seine Scheibe offen hat, dann hätte ich, glaube ich, doch lieber die Konfetti-Kanone genommen. So, schnell Temperaturen checken. 10,2 draußen, da brauche ich nicht anmachen. Die Differenz ist nicht groß genug. So, bevor das jetzt weitergeht, ich muss jetzt mal eben 2 Stunden im Büro verschwinden. Ich habe da noch diverse Dinge zu erledigen. Ina ist wieder zur Fortbildung heute. Zur Weiterbildung oder wie auch immer man das nennt. Und während ich Büro mache, könnt ihr euch mal angucken, was Jens und ich letzte Woche noch zusammengebastelt haben. Hat Spaß gemacht. Kommt jetzt, nein, nicht da unten, sondern kommt jetzt hier. Ich mache Büro und danach geht's hier weiter. Bis gleich. Ich habe hier ja nur so einen braggeligen Scheißtisch. Darum hat Flexispot sich erbarmt und mir einen Schreibtisch geschickt. Den habe ich schon aufgestellt. Da. Nee, das ist es nicht. Also es würde vielleicht tatsächlich funktionieren, aber das ganze Ding ist viel geiler als so. Und deshalb suche ich mir mal Hilfe, glaube ich. Jens! Steckt der Bursche denn? Ah, da! Ich brauche mal kurz deinen Support. Ja, wir müssen mal irgendwas aufbauen hier. Okay. Wir haben zum Auspacken hier schon mal, hat Jens schon mal was zurechtgelegt. Ja, genau. Messer braucht kein Mensch. Aber was machen wir? Sägeblatt, das geht bestimmt. Richtig gut, ne? Ja. German, Seite 13, gönnen wir uns mal. Ey! Mann! Du brauchst was zum Unterlegen, ne? Ja.
Erstmal brauchen wir hier ja noch Beutel B. Wir können das ja mal eben rauflegen, damit wir sehen, wie wir ja, hinkommen. Ja, gibt es dann mal eben schon irgendwelche bei der Platte. Achten Sie beim Einstellen der Stützbalken darauf, dass die Mittellinieaufkleber in der Mitte sind. Ja, das ist logisch. Fest genug, da wollen wir nicht nachdrehen. Okay. Solche Stecker sind das. Die werden einfach da reingeklickst. Das ist ja auch schon toll irgendwie, ne? Also dann können wir den so, wie er ist, auf den Boden legen und haben hier eine Art Hebebühne. Richtig. Hier können wir dann Fahrrad du draufstellen. Fuchs, wir lassen einfach die Böcke da drunter, dann kommen wir noch höher. Ja, genau. Kabelhalter muss ja dann relativ weit hier hinten. Ja. Ist der vielleicht magnetisch? Krass, das ist ja tatsächlich, geil. Der ist magnetisch. Das, Leute, das vom Nahen, das ist mal richtig nice. Das magnetische Kabelhalter. Das ist ja toll. Du kannst doch mal Kabel nachschmeißen. Richtig. Und man so, kann das, nicht gut das ist nice. Das gefällt mir. Du hältst ihn fest, du kannst dich auch draufsetzen oder so. Und ich denke hier schon mal die erste Schraube rein. Ja. Boah, jetzt muss ich auf die Kante fallen lassen. Alter. Hast du was? Jo. So, Jens hat ihn eingesteckt, ohne Kabeltrommel, das Kabel reicht ja ganz hin. Jetzt haben wir die Bedienung rechts, Schublade links. Das, wie gesagt, also das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das so haben möchte. Ja. Oder pass auf, dass du keinen Stiernacken kriegst. Stiernacken? Wieso? Da steht Stier dran. Ach so, ja. So, jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert hier. Also erstmal haben wir hier jetzt eine piekfeine Schublade. Hätte man auch ein bisschen zurückversetzen können, ne? Ja, du wolltest du kann man, das sind nur vier Schrauben, ja, okay. Kann man alles auch machen. So, dann wollen wir mal gucken, wie das hier funktioniert. Ich habe keinen, das ist ein USB-Anschluss. Kann man hier sogar laden? Kannst du Musik drüber laufen lassen wahrscheinlich. Ui, boah, richtig schnell. Krass. Ach, du kannst die Positionen speichern und alles. Geil. Würde ich mal behaupten, dass das geht, 1 und 2. Mal gucken, wie hoch der insgesamt geht. Schon zu hoch zum Arbeiten. Also das geht auch für ganz, ganz gewaltig große Menschen. Ja. Geil! Ja. So, jetzt fahren wir mal runter. Schön. Das gefällt mir wohl. Ja, das glaube ich wohl. Ich glaube, ich arbeite doch mal im Stehen. Ja. Also ich will mir das nochmal durchlesen, wie das mit der Programmierung geht. Und dann kannst du nur wahrscheinlich nur 1 und 2 drücken. Ach, stehen und sitzen. Stehposition. Ja, man kann sich eine Sitzposition und eine Stehposition einprogrammieren. Ja, das ist cool. Denn ist das nur ein Knopfdruck? Ja. Das ist natürlich angenehm. Ja, geil. Gut. Wir probieren das gleich nochmal im Gartenstuhl aus. In ja. Der Grundschule beim Elternabend, du stößt, du passt mit deinem Gesäß kaum in den Stuhl und genau. Passt mit deinem Bein kaum unter den Tisch. Richtig. Also fahren wir jetzt ein bisschen hoch. Ja. Ah. Guck mal, jetzt passt du sogar unter die Schublade. Das ist schon. Das ist unterste Schublade. Ja. Ein bisschen tiefer, ne? Ja, mach mal. Schrei, wenn das aufs Bein kommt. Ja, okay. Nee, alles gut, ein bisschen haben wir noch. Wollen wir noch tiefer? Hm. Oh, ich finde das vom Arbeiten so schon ganz angenehm. Das ist ein Dualarbeitsplatz, Leute. Ring. Ja. Jo, also. Ja. An dieser Stelle Richtung Flexi-Spot. Ganz lieben Dank. Der gefällt mir richtig gut. Ja, der sieht auch super aus. Vor allem richtig solide. Ich meine, das Ding ist wirklich schwer, ne? Ja. Der ist wirklich schwer. Also, pass mal auf. Warte mal. Drück du mal gleich die Hochtaste. Hoch. Fahr mich mal hoch. Na gut, da braucht er ein bisschen länger jetzt. Ne? Aufwärts. Aber es geht. Aber es geht. Also meine 280 Kilo schafft er. Geil. Also, denn, also wenn er mich da hochgefahren kriegt, dann kriegt er auf jeden Fall meinen Computer, meinen Monitor auch hochgefahren. Ja. Und das ist ja wichtig, dass das funktioniert. Da gibt es bestimmt noch irgendwo eine Kiloangabe, was der schafft, aber das ist im Grunde völlig egal. Ja gut. Wenn er mich schafft, so viel Gewicht dann schafft er alles, was da auf so einen Arbeitstisch raus soll. Richtig, genau. Sehr geil, ganz lieben Dank. Wenn es euch gefallen hat, guckt ihr gerne in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu diesem Ding, ich glaube sogar mit Rabatt. wenn nicht, dann hake ich doch mal nach, dass ihr auch einen Rabatt bekommt. Aber geil, gefällt mir. Weiter im Text. Weiter im Text.
Ja, guten Morgen. Long time no see. Mittwoch, 30. Oktober. Aber Jens hat das Lied noch nicht an, dann kann ich noch einmal rumfahren, glaube ich. Jens fährt los, Wietzendorf-Tour. Und ich habe hier Akkuliner-Zug hinter. Den laden wir nämlich gleich auch voll für Wietzendorf. Und wenn Jens zurück ist, laden wir ihn nochmal voll und dann laden wir ihn nochmal voll. Weil wir morgen am Feiertag zwei Touren haben. Wieder Feiertag. Und dann habe ich gesagt, komm, eine fahre ich mit diesem Zug, damit Jens dann nicht wieder am Feiertag zweimal mit dem LKW los muss. Also teilen wir uns das ein bisschen auf. Dann gucken, wie weit ich. Das müsste bald reichen. So, dann fangen wir gleich an hier aufzuladen. Aber ich habe zwischen 8 und halb 9 noch einen Termin. Da kommen noch zwei Zertreters. Da werden wir ein paar Dinge klären müssen. Was genau wir klären, werdet ihr sogar in Kürze schon erfahren, aber nicht in diesem Video, sondern wahrscheinlich im übernächsten. Mal schauen. Naja, Hälfte, Hälfte. Hälfte im nächsten und andere Hälfte im übernächsten. So wird es wahrscheinlich laufen. So, Jens Jogel los. Und wir suchen uns den 718. Kann man mal gucken. Schöne neue Weg, wie er da mal fahren kann. Ne? Oh, herrlich. Jo. So, und die müssen wir auch noch waschen. Und dann müssen wir Freitag noch bei, haben nicht so geplant, die Fliese, die hat man nur weggezogen. Da liegen zwei, dass wir die nochmal, wenn es trocken bleibt, auf die Fläche ziehen. Das ein bisschen abpustet und dann zusammennehmen. Wir werden die ja noch brauchen auf den Feldminen als zweite. Punkt. Und dann müssen wir die Beregnung noch leer drücken. Aufgeschraubt haben wir sie schon. Aber da muss das Wasser noch mit einem Kompressor rausgedrückt werden. Da muss ich nochmal den Adapter suchen, das Snüffelstück. Und dann kann er damit auch Freitag losgehen. Gut, also bis gleich. Termin ist durch. Ich habe, bevor die kamen etwas später, habe ich den Zug noch fertig gekriegt. Ich habe den jetzt ja eigentlich unterladen, weil ich aber nicht weiß, ob der 716 noch fertig wird heute, weil morgen ist ja Feiertag, da wird er eh nicht dran geschraubt, weil der natürlich eine ganze Ecke leichter ist als der Büffel. Aber es sein kann, dass wir jetzt halt mit dem fahren müssen morgen. Und deshalb ist eigentlich zu wenig drauf, aber es hilft ja nichts. Wir müssen ja das Gesamtgewicht auch irgendwie einhalten können. So, Jens ist auch in Kürze wieder da. Halbe Stunde ist Jens wieder da, dann laden wir da weiter. Und dann nach der Nachmittagstour laden wir Jens dann für morgen nochmal die letzte Tour. Dann, also das sind ja dann morgen noch die beiden Touren, die Tour und Jens mit dem LKW. Das heißt, da gehen jetzt noch zwei LKW von weg, dann haben wir das meiste von der Platte tatsächlich schon runter. Warum und weswegen, da kamen so viele Fragen und sowas. Ich denke mal, dass wir das Freitag schaffen noch, hoffe ich, das habe ich mir zumindest so vorgenommen, dass wir auf ein paar Kommentare eingehen, dass Jens und ich hier nochmal einmal eben über den Hof laufen und euch dann auf den Stand der Dinge bringen. Ich hoffe, das passt zeitlich alles noch so, wie wir das uns vorstellen. Später.
Ach, wie das so mal ist, hatte ich eben noch einen Termin, der gehörte aber im Grunde zu dem anderen Termin heute Morgen. Und deshalb hat Jens jetzt schon angefangen mit Laden, beziehungsweise dürfte er auch jeden Moment fertig sein. Und dann schaffen wir theoretisch, verpasster Anruf, da muss ich gleich auch noch mal gucken, theoretisch gleich noch mal eine Tasse Kaffee schaffen. Die Sonne scheint, ganz was Neues. Jo, Mittag ist vorbei. Geht's wieder nach Wietzendorf hin. Geladen haben wir ja vorhin. Ein bisschen ist noch da. Aber wird schon reichen für dieses Jahr. So. Ja, waschen könnte ich auch mal wieder. Das kommt alles noch. Wenn die Kampagne zu Ende ist, wahrscheinlich. Oder zwischendurch mal. Jetzt kommt man ja wieder zum Waschplatz. So, also liebe Leute, 716 gerade eben fertig geworden. Gerade noch die Motorhaube aufgebaut und die Seitenverkleidung angespackst. Das ist ein teurer Spaß. Ich habe noch ein paar Fotos. Ich habe eben noch von den Teilen ein paar Fotos gemacht. Und der Mechaniker hatte mir eben auch noch Fotos geschickt. Ich gucke das nachher mal, beziehungsweise morgen irgendwie mal durch. Ich will mal gucken, wenn ich dran denke, dann haue ich euch die mit ins Video. In diesem Moment, wo ich euch irgendeinen Scheiß erzähle, zeige ich sie. Das war eine Regieanweisung an mich selber. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt. Also günstig, wie gesagt, wird das sicher nicht. Jetzt geht jemand dahin. Ich muss auch definitiv den... Warum ist die Lüftung so laut, Alter? Aus, die Maus. Hinten rumfahren. Wir haben noch von unserer Tochter die Schulklasse da. Zweite Klasse Grundschule. Die haben Kürbisse geschnitzt. Kürbisse geschnitzt. Schnitzen ist fertig. Jetzt gibt es noch ein bisschen was zu trinken. Danke. Straße ist vollgeparkt. Weil wir hinten leider nicht parken lassen konnten auf der Siloplatte, weil Jens dann noch am Laden ist. Jens kam auch gerade eben erst nach Hause. Und der lädt noch für morgen den LKW. Weil wir ja morgen beide, hatte ich ja schon erzählt, beide noch mal einmal nach Wietzendorf jubeln. Mit den Steckkartoffeln. So, jetzt sind keine Leute mehr zu sehen. Können wir wieder nach vorne gucken. Da steht der LKW, da ist Jens am Laden. Und ich muss den erstmal waschen. Jetzt ist da
das oh, Teil noch. Das gehört dahin. So, das können wir wieder schon mal wieder festmachen. Falsch rum, Junge. Komm schon. So. Jetzt fest. Ja, und dann häuslich wieder einrichten. Haben wir eben gesehen, einen Arbeitsscheinwerfer links unten vorne. Der hat einen weg. Da müssen wir noch mal ran. Aber nicht jetzt. Ansonsten ist alles wieder so, dass es funktioniert. Meine Güte, du. Was für ein Aufriss. So, aber wie gesagt, wir parken den jetzt zwischen. Ich fahre morgen. Ich habe das jetzt alles fertig. Der ist schon dran und voll getankt und schied wat. Ich will das auch mal wissen, wie viel Sprit der 724 auf der Wietzendorf-Tour nimmt. Und ich habe die Wagen ja nur auch extra nicht so voll gemacht. Dann gönnen wir uns das auf dem Feiertag mal. Weil diesen müsste ich auch noch tanken vorher. Und da komme ich jetzt nicht ran, weil die Kinder da überall rumlaufen und spielen. So. Aber wenigstens ist er wieder zu Hause. Ja. Licht. Jo, ich bin's schon wieder. Fertig. Also wir zumindest. Die Kinder sind noch da. Die toben hier noch rum. Kannst du kaum. Da ganze Fahrzeug voll Kinder. Junge. Musst du echt Augen aufmachen hier. So, also. Schlepper wegstellen, LKW unters Dach fahren. Feierabend. Freitag können wir für nächste Woche laden, dann ist tatsächlich die Platte leer. Sehr schön. Sehr schön. So, ich kann auch hier nichts hinstellen. Ist auch egal, ist Feierabend. Wir sehen uns morgen auf der Wietzendorf-Tour. Bis morgen. Reformationskartoffelzug. Ja. So machen wir das. Moin, Donnerstag, 31. Ist so, ne? Ja, ja, 31. Oktober. Feiertag und wir fahren feierlich jetzt nach Wietzendorf mit zwei Zügen. Ja. So machen wir das. So, machen wir das. So, warm laufen lassen, Lichttest und dann geht los. Jens hat gesagt, er will mir hinterher schleichen. Ja, ich schleiche mal hinterher. Ja, nachher sagt er wahrscheinlich, hätte ich das bloß nicht gesagt. Ich habe gesagt, du kannst auch vorfahren. Nee, er will hinterher fahren. Gut, ist denn so. So, mal die Hütte mal anschmeißen, dann gucken, ob das Licht geht und dann können wir losfliegen. Geht auch. Dann wollen wir mal. Ja. Luftpumpen. Da auch. Hier komme ich nicht lang, aber gucken kann ich trotzdem. Hier läuft das Licht. Alles in Ordnung. Hier ist auch alles. Jo, das fischt schon alles. Hier ist alles soweit in Ordnung. Können wir mal loslegen. Ich dackel da mal hinterher.
Schlag. Ich war ja lange nicht hier. Da steht ja schon richtig Beton rum. Alter Schwede. Jens hat das ja mal im Vorbeifahren da gefilmt. Du Röpas? Ja. Ui. Ach ja. So, Laufzettel haben wir. Kaffee trinken. Eben hat Jens einen ausgegeben und gleich gebe ich einen aus. Klingt nach dem Plan, ne? Punktlandung, 20,0 Stärke. Hatten wir schon besser, hatten wir auch schon deutlich schlechter, also passt. Was noch interessant ist, Schmutz 5,02%. Ist okay, aber am Schmutz müssen wir noch arbeiten. Los, er kann jetzt ein bisschen schneller zurückfahren. Er kippt gerade, sehe ich.
Art übrigens steht auch drauf, weil die noch mal eben erwähnt haben, steht da Sand. Und das ist das Problem. Wir haben die, ja, wie ihr wisst, vom Wagen mit dem Hallenfüller in die Miete gefüllt. Und da hast du natürlich immer auf einer 70er Breite komprimiert den Sand in der Miete. Und das ist ein Problem, ne? Da müssen wir nächstes Jahr gucken, wie wir das machen. Ob wir, das muss eigentlich, muss das irgendwie über einen Enterder laufen, damit wir das los sind, weil dann wäre das Problem schon gelöst. Mal schauen. Da war eben 25 km/h Schlepper, da hat er Holz geladen vor mir. Und dann hat er im Kreisverkehr eine extra Runde gedreht und mich vorgelassen. Dankeschön, liebe Grüße. Gucken, ob der Spritpreis sich geändert hat. Ich glaube nicht. Aber glauben ist nicht wissen. So, oh, jetzt kommt auch noch einer. Bis gleich, wir gucken gleich. Nö. 1,509. Wie vorhin. Wenn man taub. Macht voll. Aha. Da. Prost. Prost. Reformationskaffee. Köstlich. Ernte 23. So, moin. Kaffee, ja, moin ist übertrieben, das war nur für euch. Wir haben ja schon hier den Kaffee aus. Da ist noch was, was wir euch noch zeigen wollen später. Wir wollen euch heute sowieso noch ein bisschen mehr, also unser Ziel ist, achso, wir haben übrigens Freitag, der 1. November. Das ist schon November. Wahnsinn. Das ist schon November. Also wir haben heute einiges auf dem Zettel. Wir nehmen euch natürlich mit, wie immer, aber wenn das abgearbeitet ist, wollen wir noch mal ein paar Kommentare beantworten und hier und da nochmal gucken, was ihr so sehen wolltet bzw. gefragt habt. Jetzt machen wir als erstes aber erstmal die Platte hier. Also wir laden den LKW vor, ja. Zumindest das, was noch auf der Platte liegt, das ist ja nicht ganz viel. Ja, genau. LKW-Schlüssel wäre nicht schlecht. Ich nehme den gleich mit. Dann laden wir die letzten Kartoffeln, die auf der Platte liegen, auf. Wir werden den LKW noch nicht ganz voll machen, weil wir haben erst Mittwoch wieder eine Tour nächste Woche. Das heißt nur, dass die hier weg sind, die liegen auf dem LKW unterm Dach genauso gut oder sogar besser als da jetzt auf der Platte. Dann sind die auf jeden Fall verschwunden, dann können wir die Platte fegen, dann können wir die Fliese zusammennehmen und dann ja, ein bisschen Licht wollen wir noch bauen. Also wir haben, wie gesagt, noch ein bisschen was vor. Also jetzt haken Gas.
lassen jetzt im Moment hier stehen, weil die sind noch ein bisschen feucht, damit wir an die trockenen rankommen, wenn wir die anderen Feldminen gegen Frost schützen. Dann ist es ein bisschen leichter zu ziehen, ne? Das ist der Hintergrund. Und dann, wenn die da hinten raus sind, dann kommen diese da rein. Jawohl. Ich habe das Adapterstück gefunden. Da wollen wir mal die Beregnung ausleeren. Ja, dann lassen wir erstmal Druck aufbauen. Das dauert, bis das plätschert. Ja? Jo. Hier haben wir das jetzt auseinander. Glaube ich. Ja. Sollte eigentlich hinhauen. Machen wir erst diese und dann die andere. Kacke! Super! Klasse hingekriegt! War gut, dass wir das Holz trocken hingestellt haben. Oh Mann. Mann, Kacke! Aber ich könnte. Ja, warte. Kommt da nicht ran. Ja, jetzt ist auch egal, ne? Jetzt ist auch egal. Ey, einmal mit Profis arbeiten, nur. Oh. Scheiße.
Naja, das meiste fällt daneben. Ja, das meiste fällt daneben. Kacke. Und das heute auch immer frisch. Ja, richtig. Oh Mann. Das haben wir richtig gefickt eingeschädelt. Ja gut, aber dann lassen wir es pissen. Das zeigt halt auch einfach zur falschen Seite, ne? Ja. Was hat er da wieder gemacht, ne? Ja, aber echt! Wer war das? Ja. Ah, heute ist Freitag, nicht Montag. Naja, ach, so schlimm ist wirklich nicht. Ach, wird ja schon weniger, guck. Ja, ja, das dauert jetzt. Das muss jetzt erstmal hier blubbern. Ja, der Plan war eigentlich, dass alles da rauskommt, aber wir haben schon zu viel Druck aufgebaut, bevor ich angemacht habe. Aufgemacht habe. Ah, egal. Ihr wisst, was ich meine. So. Halbe Stunde blubbern lassen, dass das meiste raus ist und dann ist die andere dran. Ja, so, jetzt haben wir noch eben die Grünfläche befreit von dem Plattformanhänger, wo Material drauf ist. Holz und Blech und was nicht alles und das alte Förderband, falls das jemand brauchen kann. Ich muss das mal fertig machen, ich muss das mal inserieren. Ich weiß jetzt auch gar nicht aus dem Kopf, wie lang das ist. Ist ziemlich lang. Das soll weg, das brauchen wir nicht mehr. Hey. Ja, und wenn das dann nochmal einmal abtrocknet, dann kann ich da nochmal einmal final den Rasen mähen und dann ist das auch gut. Das wurde schon hell da. Gerade so just in time die Wagen weggekriegt. Gut, jetzt machen wir aber erstmal Mittagspause. Wir sind eigentlich relativ gut in der Zeit. Mal gucken. Alles werden wir nicht fertig kriegen, was ich mir für heute gedacht habe. Aber Schlepper waschen und so können wir auch nächste Woche nochmal. 7,24 ist auch sauber genug, aber 7,16 und hier der 7,18, die könnten nochmal eine Wäsche vertragen. Wir wollen aber jetzt Nachmittag erstmal bei in der Halle Klarschiff machen. Einmal den Kistenfüller weg, LC-Band weg, Verlesetisch weg, einmal alles sauber machen, Kartoffeln an der Seite und so weiter. Aber jetzt erstmal Mittag. Kartoffeln sind auch wieder im Laden, ne? Ja, fantastisch. Achtung. Jo, geht los. So, jetzt ist gar nicht mehr so viel Zeit, aber wir suchen jetzt einen Schnellabriss. Ja. Wir überlegen, während wir fahren, was uns einfällt, was gefragt wurde. Als erstes fahren wir jetzt zum neuen Weg, weil da hat jemand gefragt, was wir da machen, was wir mit Einschlamm meinen. Also, das ist eigentlich ganz einfach. Die Steine oder den Unterbau habt ihr ja gesehen. Das wurde alles abgeschoben, die Steine weg und der Unterboden weg. Dann kam Füllsand drauf. Nach dem Füllsand, der wurde verdichtet. Dann nach dem Füllsand kam dann Mineralgemisch.
Dann kam, nee Quatsch, Füllsand haben wir in diese hier gar nicht genommen. Hier haben wir nur abgeschoben, genau. Mineralgemisch, genau. Und dann Pflastersand. Genau. So, der Pflastersand wurde auf Schienen dann dementsprechend auf der richtigen Höhe abgezogen. Und dann kamen die Steine mit der Verlegemaschine. Vorher Borde, die sind in Beton gesetzt. Das kann man, Moment, das kann man hier auch noch irgendwo sehen. Hier haben wir ja noch nicht verfüllt. Da ist ein bisschen Mischung. Da sind dann die Bordsteine drin. Oder ja, Bordsteine. Dann mit der Maschine die Steine verlegt. So, und dann hat man hier immer noch die Fugen zwischen den Steinen, wenn gepflastert wird. Und die müssen ausgeschlemmt werden. Also da haben wir dann auch den Pflastersand genommen oder Füllsand. Genau. Ordentlich Wasser, immer viel Wasser, dass das richtiger Schlamm wird. Und dann wird das mit dem Besen eingefegt. Ja, und dann hat man die Fugen verfüllt. Wie man hier sehen kann, hier sind immer noch mal wieder Fugen, die noch nicht ganz verfüllt sind. Vielleicht müssen wir hier und da noch mal nachgehen, aber das Gros ist dicht, wie man das hier sehen kann. So, das ist zu. Und so muss das. Und so ist noch nicht so ganz optimal. Da ist auch noch nicht ganz optimal. Aber das gibt sich mit der Zeit. Ne? Ja. Also das Grobe haben wir zu und das ist schon mal gut so. Das ist dann auch alles abgerüttelt vorher noch mit der Rüttelplatte, sodass das alles befestigt ist und hoffentlich nicht allzu schnell Spuren gibt. Genau. Irgendwann wird es Spuren geben, weil wir fahren hier natürlich mit 40 Tonnen drüber. Ne? Das ist so. So, wir können da vorne ja nochmal umdrehen. Dann habt ihr nämlich den Anfang, wobei ihr das kennt ihr ja schon, weil wir da ja schon gefahren sind. Aber egal, wir fahren da auch nochmal einmal drüber hinweg. So, hier in die Richtung. Das ist noch ein bisschen weiter, weil der Nachbar das auch ganz gerne noch ein bisschen weiter gehabt hat. Der will ein bisschen Geld zugeben und dann haben wir das hier schier. Auf der Seite soll nochmal Rasengitterstein ran. Ein paar Meter in die Richtung, dass wir da nicht immer das kaputt fahren. Da auf der Ecke müssen wir eventuell auch noch mal ein bisschen Mineralgemisch machen. Ne? Das passiert jetzt aber auch nur, weil du nicht so weit da auf die Seite fahren willst. Also wenn die Seite fertig ist, brauchen wir das nicht mehr. Aber gut, das sehen wir. Ich meine, da können wir ja nächste Woche nochmal ein bisschen, da liegt ja noch ein kleiner Hümpel. Ja. Dann schmeißen wir da auf der Ecke einfach noch mal eben ein bisschen was mit dazu. So, das war die Frage zum Weg. Dann hatte jemand gefragt, warum wir Kartoffeln von der Platte laden und nicht erst vom Feld. Die Überlegung oder der Plan war eigentlich tatsächlich auch, dass wir beim Feld anfangen. Aber wir hatten hier an der Seite eine Miete, die war nicht so geil, ne? Nee, nicht so schön. Also die wollte komisch werden und wenn bei uns jemand komisch wird, dann fliegt er raus. Ja, richtig. Das ist einfach so. So, und deshalb haben wir die Miete erst weggemacht und dann haben wir gedacht, naja, wenn das schon scheiße wird, hier ist ja auch das Problem, dieses Stück Pflaster ist nicht neu. Wir können ja auch hier nochmal einmal aussteigen. Dieses Stück Pflaster ist nicht neu und hier sind halt überall immer nochmal Lunken drin. So wie da ist eine Lunke, da ist eine Lunke, da steht das Regenwasser. Und wenn da Regenwasser steht, dann steht da Regenwasser und dann läuft das halt auch nicht weg. Da ist überall trocken, wie ihr sehen könnt. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil ich hier ja gefegt habe. Da ist eine Lunke, wo immer eine Pfütze kommt und da ist eine Lunke. Ansonsten ist das hier halbwegs schier, sodass das weglaufen kann in die Richtung. Auf dem neuen Pflaster passiert natürlich gar nichts, da haben wir gar keine Lunke. Na, wenn es richtig regnet, ist ja, da auch mal eine Pfütze, eine kleine. Das ist so ein Aber nee, nicht so wie hier. Ne? So, und da hat das Wasser halt gestanden und es war ja nachher dann trocken, aber dann hat es wieder geregnet. Dazu kam noch das Problem, dass das Fallrohr zu Anfang noch nicht angeschlossen war. Das ist ja jetzt provisorisch angeschlossen. Das wird da nochmal aufgebaggert und dann wird da eine komplett neue Regenleitung gebaut, weil das Fallrohr auch noch nicht angeschlossen ist. Und die beiden auf der Rückseite von Halle sind auch noch nicht angeschlossen. Das muss alles noch. So, und dann ist uns das Regenwasser hier auch noch hergelaufen. Da hattest du ja nochmal Sandsäcke hingeschmissen. Ja, richtig, genau. Dass es da in den Gulli läuft. Aber genau, weil da ein Gulli ist und da hat Jens dann eine Bremse gebaut, dass das ganze Regenwasser so ein bisschen in die Richtung geleitet wird. Ja, das hat so ein bisschen funktioniert, ja. Aber natürlich auch nicht 100%. So, und das hat alles zusammengespielt und hat dazu geführt, dass hier die Kartoffeln nicht mehr schön waren. Das ging noch, aber es war nicht mehr geil. So, und dann haben wir uns überlegt, wenn wir da schon anfangen, dann machen wir gleich die ganze Platte sauber. Das ist egal. Im Feld sehen die Mieten noch gut aus. Da wissen wir natürlich auch nicht, wie lange, aber bisher ist da nichts los. Nee. Also sieht alles gut aus. Und deshalb haben wir hier erstmal sauber gemacht. So, jetzt haben wir hier Platz. Wir brauchen nächste Woche und übernächste Woche hier auch nochmal richtig Platz. Aber wir verraten noch nicht, warum. Nee. Also wir werden im nächsten Video, das ist ja Vlog 500, oha. Da haben ja viele gefragt, ja gibt es da ein Special oder sowas? Und dann habe ich lange überlegt, ich habe Jens auch gefragt, hast du eine Idee? Und Jens sagt, Naja, und dann fiel mir aber was ein. Wir werden im nächsten Video, im Vlog 500, weil es halt Vlog 500 ist, ein paar Geheimnisse verraten.
die hatte ich noch lange nicht. Also ein Geheimnis davon wäre erst wahrscheinlich Ende Februar fällig gewesen, das zu lüften. Aber das lüften wir alles im nächsten Video. Machen wir. Nur für euch, nur weil das Vlog 500 ist. Ja. Und ein kleines Bonbon habe ich mir noch einfallen lassen. Aber das dazu dann im nächsten Video mehr. So, also das ist der Grund, warum wir das hier weggemacht haben. Jetzt konnten wir ja, habt ihr ja gesehen, da den Anhänger wegholen und dieses Förderband. Das steht jetzt erstmal hier. Hauptsache, das steht nicht mehr auf dem Rasen, ja, okay. Weil das wurde schon langsam gelb da. Ja. Und das hatte ich ja auch schon gesagt, dann können wir da nochmal mähen. Aber erstmal haben wir noch ein paar andere kosmetische Arbeiten vor uns. Nochmal zwei Trecker waschen. Die Scheibenecke muss noch gewaschen werden. Nochmal einmal Mist weg. Ja, wir haben noch ein bisschen, die beiden sollten auch nochmal gewaschen werden, wobei wir die einen davon ja wahrscheinlich noch brauchen werden. Da sind wir noch am Spekulieren, aber warum und weswegen, das seht ihr auch im nächsten Video. Eventuell seht ihr im nächsten Video sogar noch eine Überraschung, fällt mir ein. Junge, das wird überraschend nach der nächsten. Das wird sehr überraschend. Da werde ich wohl selbst überrascht sein. Ich bin auch überrascht. Ich bin überrascht, dass mir das noch eingefallen ist. Also, das wird, glaube ich, das nächste Video wird, glaube ich, ganz schön spannend. Ja. Könnte so sein. So, was fällt mir noch ein? Ach, jemand hatte geschrieben, ist das Haus nicht zu klein? Hatte jemand geschrieben, weil er hatte wohl auch in deinem, du hattest ja mit der Drohne da gefilmt, ja. Von oben. Und da meinte jemand, oh, und Mensch, und hier mit drei Kindern, und ist das nicht ein bisschen klein? Wo soll ich anfangen? Also erstens, die erste Planung von dem Haus, da war das Haus auch eine ganze Ecke größer. Du kennst den Plan. Ja, war auch geil, keine Frage. Aber das war dann, da fehlte die Lust nachher. Also wir waren sowieso erschrocken, was Bauen heutzutage kostet auf dem Quadratmeter. Das ist unnormal. Das sind im Grunde ja über 1000 Euro auf dem Quadratmeter mehr, als ihr damals gebaut habt. Ne? Ja, ja, klar. Das ist echt, echt krass. Also das ist wirklich krass. Dazu kommen dann noch die hohen Zinskosten. Gut, Leitzins, EZB hat gerade wieder ein Viertel gesenkt. Das geht auch wieder runter, aber aktuell ist halt immer noch nicht so geil. Ich habe deshalb auch das Darlehen noch gar nicht fixiert, also noch nicht festgemacht. Das ist im Moment noch auf Tageszins und da warte ich noch einen Moment, aber trotzdem war das einfach zu viel Geld. Das war für uns, ich möchte gerne, bis ich in der Rente bin, möglichst das Haus auch bezahlt haben. Zumindest großteilig. Und das war mit der alten Planung, wäre das definitiv, das hätte nicht funktioniert. Das war zu groß. So, dann haben wir umgeplant. Wir hätten theoretisch sogar schon zu Weihnachten einziehen können, hätten wir nicht noch andere Überlegungen. Wir wollten ursprünglich an einem anderen Standort auf dem Hof bauen. Da haben aber die Ämter alle gesagt, die man beteiligen muss, nein, gibt's nicht. Man hätte es vielleicht mit Gewalt über im Zeitraum von 2 bis 5 Jahren hinbekommen, aber das auch im Hintergrund, weil ich bis zur Rente eigentlich das Haus bezahlt haben möchte. Nee, das wollte ich mir nicht antun. Das wollten wir uns alle nicht antun. Ina hat auch keinen Bock drauf. Nee. Und dann hätte man auch beim alten Haus noch Geld reinstecken müssen, damit es noch ein paar Jahre geht. Und das ist eigentlich auch Perlen vor die Säue, weil das ist halt nicht mehr gut. Ja. Ist leider so. Irgendwann sind die Häuser, was hat der Architekt gesagt, das ist ausgelebt oder verlebt, zerlebt. Ja, zu Ende gelebt, ja, was auch immer. Verlebt, also das Haus ist fertig. Ja. So, dann kommt ja immer noch die Frage, was passiert mit dem alten Haus? Obwohl ich das schon diverse Male beantwortet habe, was mit dem alten Haus passiert. Laut Baugenehmigung müssen wir das ein Jahr nach Umzug ins neue Haus müssen wir es abreißen. Ja, das ist so, ja, leider muss man sagen. Aber das ist Stand der Dinge zu dem alten Wohnhaus. Nochmal einmal ganz kurz zum Platz. Wir haben ja das Büro im Stallgebäude. Das Stallgebäude bleibt stehen, also dass wir uns da nicht falsch verstehen. Das alte Wohnhaus, das man von hier aus gerade nicht sieht, das wird weggerissen, Stand heute, aber der Stall, der bleibt natürlich bestehen. So, den Platz haben wir. Dann haben wir drüben Kühlraum vom Café. Da kann man auch privat mal was reinstellen. Das heißt, wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt 2 Kühlschränke im Haus, nee, oder 3 oder was auch immer. Das geht auch so. Von daher sind wir uns ziemlich sicher, dass es reicht. Dazu kommt dann noch abschließend, dass die Kinder irgendwann auch älter werden. Und in, keine Ahnung, 15 Jahren wahrscheinlich anfangen auszuziehen. Ja. Oder 12 Jahren oder sowas. Weiß man nicht. Man weiß es nicht. Und dann sind Ina und ich bums alleine in der Hütte. Und dann ist es jetzt schon so zu groß. Also es ist alles eine Kompromisslösung zwischen Preis und Platzbedarf jetzt und Platzbedarf im Alter. Und ja, wir denken eigentlich, dass es so richtig ist. Kinderzimmer, was haben die da? 15 Quadratmeter? Ja, irgendwie so. Ja, 14 oder so. Ja. Irgendwas zwischen 14 und 15 Quadratmeter. Die sind auch nicht alle drei ganz gleich groß.
Ja, ist ja, auch. Aber trotzdem. Deshalb machen wir den, wir werden da auch noch durchgehen. Wir zeigen euch das alles nochmal, aber jetzt nicht. Spitzboden, den werden wir leidlich ausbauen. Also es wird halt gedämmt, da kommt eine Treppe hoch, keine so eine Bodentreppe, die man von aus der Decke rausklappen muss. Sondern eine Raumspartreppe kommt dahin. Und dann können die Kinder 2/3 von dem Spitzboden erstmal noch als Spielzimmer benutzen. Am Eingiebel, dann machen wir uns einen kleinen Abstellraum, wo wir unsere Winterklamotten oder halt Sommerklamotten, wo man halt Wechselklamotten zwischenlagern kann. Aber ansonsten kriegen die Kinder da oben ihren Spielbereich. Da können die Lego bauen oder Eisenbahn aufbauen oder was auch immer. Da haben die da Platz. Und deshalb, jetzt haben sie im alten Haus einen großen Flur oben, ja, wo sie spielen können. Den gibt es dann nicht mehr. Wir haben quasi keinen Flur, weder unten noch oben. Ja. Also das ist irgendwie 2 Quadratmeter Flur oder sowas. Nur Durchgangsraum eben. Ne? Ja, genau. Es ist nicht mehr so wie im alten Haus oder wie es früher üblich war, sondern einfach nur Durchgang. Ja, und deshalb gibt es halt den Spitzboden mitgedämmt. Letztendlich ist auch egal, ob man jetzt die Zwischendecke dicker dämmt oder eben das Dach bis in die Spitze dämmt. Richtig. Gedämmt werden muss es sowieso und dann kann man das halt, haben wir uns überlegt, auch so machen. Also der Architekt hatte da ja auch noch, Trockenestrich eingeplant, ja, auf dem Fußboden vom Spitzboden. Den werden wir uns aber wohl auch kneifen, das tut nicht Not. Nö, ich glaube, das lassen wir weg. Da kommt Rauschbund jetzt rauf, das macht der Zimmermann ja noch. Von unten ja sowieso auch ein bisschen Dämmung drin und dann werden wir da, glaube ich, einfach nur so ein Vinyl oder sowas oder ein Klicklaminat, das überlegen wir uns dann, wenn es soweit ist. Ja. Das legen wir da selber rein und dann ist das auch fertig. Dann ist das hübsch. Jo, was den Grundriss und wie wir uns alles andere gedacht haben, da gibt es nochmal irgendwann, das kann man im Winter, glaube ich, mal schön machen, nochmal ein extra Video, Hausbesichtigung. Ja, richtig, genau. Das machen wir dann. Und wenn es final, bevor wir umziehen, wenn es final fertig ist, gehen wir auch nochmal zusammen durch. Und zeigen euch alles. Auch mit der Küche, die wir uns ausgedacht haben und warum und wie deswegen und überhaupt. Ich habe auch noch, weiß ich jetzt noch nicht, auch noch ein Schrankprojekt, das wir nochmal basteln könnten. Ja. Habe mit Schweißen, Bohren und Tackern zu tun. Ja, genau. Und ganz viel Draht und Gaffer, Klebeband. Klebeband, genau. Aber das kriegen wir schon hin. Jo, also, ich glaube, fällt dir noch eine Frage ein? Wir können ja schon mal in die Richtung fahren, weil wir müssen noch mal eben kurz was auspacken. Das wollten wir euch ja auch nicht verheimlichen. Fällt dir noch ein Kommentar ein, der beantwortet werden muss? Oh, jetzt so auf die Schnelle. Halt dich fest. Ja. Ich glaube, die wichtigsten haben wir, glaube ich, ja, abgearbeitet. Ansonsten dürft ihr auch neue Fragen unten gerne stellen. Wir versuchen uns das zu merken und irgendwann zu beantworten. Achso, da fällt mir noch was ein. Da wurde auch gefragt, ob es mal wieder Livestream gibt. Es wird immer nach Twitch gefragt. Also Twitch habe ich aktuell ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Dafür kommen wir einfach zu selten dazu, zu streamen, aber wir werden hier bei YouTube nochmal 1-2 Livestreams machen und euch eure Fragen beantworten und nebenbei vielleicht basteln oder ein Bier trinken oder so. So, habe ich den ausgemacht? Ja, habe ich. Hast du eine Dose gefunden? So, dann gehen wir in die Werkstatt und zeigen euch noch kurz, was wir auspacken wollten und dann ist Schicht im Schacht. Und dann gönnen Jens und ich uns noch ein Feierabendbier. Ja. So, da steht schon. Ihr dürft wieder an den Halttor. Das weiß ich nicht. Das sieht man von außen, aber das gucken wir uns als nächstes an, weil das ist davor gewesen. Dann haben wir den Cutter. Ja. Es ist hier wärmer als draußen, aber es ist jetzt nicht mehr piwarm hier. Ne? Nee, es wird kälter draußen. Und jetzt hier drin auch kälter. So, komm schon. Mal gucken, ob er steht da irgendwo da vorgelegt werden oder sowas. Steht da nicht. Ah, das kann man, glaube ich, aber doch durchaus vorlesen. Lieber Sven, lieber Jens, als kleine Anerkennung für eure Videos und dafür, dass ihr trotz des täglichen Wahnsinns nicht euren Humor verliert, habe ich dieses Paket zu euch auf den Weg geschickt. Ich weiß, Zitat, wer Bier trinkt, hilft der Landwirtschaft, aber dasselbe gilt auch für den Weintrinker im Hinblick auf den Weinbau. Absolut. Also klingt das wohl nach Wein. Die Weine stammen aus einem befreundeten Weingut, bei dem ich tatkräftig mithelfe. Wir sind gerade noch in den letzten Zügen der Weinlese. Lasst ihn euch schmecken, am besten bei 6 bis 8 Grad. Anders rübersteam. Bleibt so, wie ihr seid. Liebe Grüße aus Mainz, Felix. Ja.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Gute Karte. Ja, geil. Jetzt wollen wir mal reingucken. Oha. Oh, da ist auch noch was dazwischen. Aber gucken wir mal hier. Weingummi. Clever. So, da haben wir einmal den Rheingau, Stefan Gerhardt. Sauvignon Blanc. Wie sagt man das? Blanc? Jetzt ziehen wir blank. Ja. Trocken aus dem Rheingau ist der denn wohl, ist denn die denn wohl alle. Dann haben wir hier Riesling Kabinett trocken. Ein schöner Riesling. Dann haben wir hier, boah, das darfst du vorlesen. Ich habe meine. Zieh mal deine Lesebrille an, dann kannst du das gleich vorlesen. Ich nehme die nächste Flasche. Kann ich auch nicht lesen. Ist dasselbe nochmal. Aber wahrscheinlich sind das jeweils immer zwei. Ist so, Riesling trocken. Ja. So, was heißt das? Wie spricht man das aus? Auxerrois. Trocken. Ja, trocken. Trocken können wir sehr lesen. Gut. Ja, aber ganz trocken ist er erst, wenn wir ihn ausgetrocknet haben. Ja, so, das machen wir. Ganz lieben Dank, das kommt in unsere Süßigkeiten-Dingsbums. 6 bis 8 Grad. Das ist hier drin zu warm, im Kühlraum theoretisch zu kalt. Das heißt, wir stellen ihn in den Kühlraum und holen ihn, bevor wir ihn trinken, rechtzeitig raus, dass er sich wieder ein bisschen erwärmt. Hm. So können wir es machen. Können wir so machen. So, dann stellen wir den mal eben da auf den Tisch, damit wir dran denken. Und die Süßigkeiten kommen hier in unserer Süßigkeiten. So, und da haben wir hier ja noch mehr Süßigkeiten, die wir erkennen können. Da steht auch, hier steht PS, darf vorgelesen werden, dann machen wir das. Das stand, so wie es hier jetzt steht, stand es im Hofladen, hattest du gesehen und rausgeholt. Ja, richtig, genau. Moin, liebes Röbershof-Team. Ich schaue jeden eurer Vlogs und jeder bereitet mir sehr viel Freude und fiebere jedes Mal mit, ob es klappt mit Roden und so weiter. Auch die Aufnahmen von Jens gefallen mir sehr, immer sehr. Ja. In diesem Jahr gab es erstaunlich wenig grüne Rahmen, was vielleicht auch daran liegt, dass die Bewässerung zu oft zu Hause bleiben konnte. Mit Sicherheit liegt es daran. Ich bewundere Jens immer wieder. Er kann einfach alles. Naja. Vom A wie Abfahren bis Z wie Zimmern. Auch er hat immer gute Ideen und bereichert damit die Videos. Wann beklebt ihr eigentlich den LKW? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also wir sind es ja immer noch nicht so richtig schlüssig, wie irgendwann wird was kommen. Mal gucken. Da hatte sich aber ja auch schon jemand angeboten, ja, uns zu helfen. Genau. Aber da, auch da, liebe Grüße, der Kopf war voll, und aber mit wenig Ideen, was wir da jetzt tatsächlich aufkleben sollen. Genau. Er schreibt hier, da würden mir eure Kartoffelmännchen gut drauf gefallen, mit ein paar flotten Sprüchen. Ja, ja, das können wir zum Beispiel machen. Ja. Macht ihr noch das große Wietzendorf-Video in dieser Saison? Nee, das haben wir letztes Jahr gemacht. Das ja. Aber ich glaube, denke nicht, dass wir das nochmal, weil dann muss ich wieder beantragen, ja. Und können wir vielleicht und dürfen wir mal. Und ihr habt in diesem Video ja einen kleinen Ticken gesehen, soweit wie wir das zeigen mochten. Ja. Aber jetzt nochmal wieder quasi einen Antrag stellen, förmlich, damit wir filmen dürfen. Unten in den alten Videos, da ist eins. Ja. Und da zeigen wir das. So, mich würde schon interessieren, wie die Verarbeitung der Kartoffeln funktioniert. Ja, die Verarbeitung, da hatte ich ja damals gefragt, aber bisher ehrlich gesagt noch keine Antwort bekommen. Ja. Also das wäre schon cool, wenn man da nochmal gucken könnte in der Fabrik. Also nicht die Anlieferung, die haben wir ja gefilmt. Ja, vielleicht meinst du das auch so. Kann natürlich auch sein, dann entschuldige ich mich. Das wäre nochmal geil. Ja. Also da müssen wir nochmal hinterher. Wäre mal interessant, ne? Ja. Wie das Ganze. Das, da fragen wir nochmal, ob das nochmal gehen würde. Ja. Das ist aber sicherlich komplizierter zu genehmigen als die Anlieferung. Ja. Vermute ich mal. Aber gut, wir gucken. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein kleines Dankeschön von mir. Bier aus meinem Nachbarlandkreis. Bitte auch Johann was abgeben. Machen wir. Ja. Für Ina, Sven und Jens Frühstück und für die Kinder eine Naschdose. Naschidose. Das ist die. Ja. Ich hoffe, dass wir mal persönlich treffen in der nächsten Saison im Hofcafé. Macht weiter so und bleibt so, wie ihr seid. Gruß aus Heiligenstädtener Kamp. Jan. Wer ist da vorgelesen werden? Lieber ja. Jan, herzlichen Dank. Vielen Dank. Also das ist für die Kinder. Und wer freut sich wohl darüber auch? Du. Ja. Wer beschwert sich immer, dass es kein Twix gibt? Ja, da. Nicht wahr. Doch, doch. Wer beschwert sich immer, dass es kein Twix gibt? Ja, und dann haben wir hier Dithmarscher Dunkel. Ja. Eine Kiste lecker Dithmarscher Dunkel. Ist sogar noch ein bisschen... Ist noch nicht wahr. Ja, könnte man meinen. Könnte, theoretisch können wir...
könnte man mal. Aber der Rest kommt im Kühlraum. Prost. Prost wohl. Ja. Ja. Könnte ein Ticken kälter, okay, aber. Ja, aber sonst. Kann man trinken. Liebe Leute, das war's für dieses Video. Ja. Vermutlich ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht, vielleicht sogar noch kürzer als das letzte, keine Ahnung. Naja. Aber es ist langsam Winter. Also, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr trotzdem gerne einen Daumen da lassen. Ihr dürft auch, wie ich eben schon sagte, gerne Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Schreibt es in die Kommentare. Solange das höflich bleibt, ist alles okay. Ja. Wird natürlich auch nichts gelöscht. Unhöfliche oder beleidigende Sachen werden kommentarlos gelöscht. Also, das sollte aber selbstverständlich sein. Genau. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Ja. Füssing! So, hocken wir uns hin, aber. Ja. Dunkel trinken wir sonst nicht so, aber das kann man mal machen. Ist ne? Lecker. Ja, ist gut. Habe ich gar nicht die Kamera ausgemacht? Ja. Ich glaube nicht. Ach.